Heute am Festtag des heiligen Paisios vom heiligen Berg Athos möchten wir uns mit einer sehr wichtigen Thematik befassen, nämlich mit der geistlichen Führung, wie sie im Christentum eigentlich 2000 Jahre immer praktiziert wurde, nämlich die geistliche Begleitung des Einzelnen durch einen Mönch, einen Priester und so weiter. Es ist so, dass in Westeuropa eigentlich dadurch, dass die Kirchen oder die Religionsgemeinschaften, die in Westeuropa sich als christliche Gemeinschaften bezeichnen, eher eine Art politische Form der Seelsorge betrieben wird, wo es ja nicht darum geht, in erster Linie politische Inhalte, gesellschaftspolitische Meinungen an die Gläubigen weiterzugeben. Das geschieht natürlich über die Predigt in der Kirche, über Medien, Kirchenzeitungen, verschiedene Internetplattformen und so weiter. Im Osten spielt eigentlich die persönliche Begleitung des Einzelnen eben, also wirklich das Vier-Augen-Gespräch, könnte man sagen, eine wesentlich wichtigere Rolle. Auch zur Zeit. Also wir können sagen, dass die Begleitung des einzelnen Gläubigen durch einen Mönch, Priestermönch, durch einen Einsiedlermönch, den man vielleicht aufsucht, um sich bei ihm Informationen fürs geistige Leben zu holen und eben in einen Dialog zu treten, spielt im Osten eine wesentlich wichtigere Rolle, als es im Westen jeder Fall war, beziehungsweise heute gar nicht mehr der Fall ist. Und wenn wir gerade an den heutigen Heiligen denken, an den heiligen Paisios vom heiligen Berg, dann sehen wir eben wirklich Menschen, die das kontemplative Leben in Verbindung bringen mit der Seelsorge, also wirklich mit der Sorge um die Seelen, ja, um die Seelen der einzelnen Menschen, die zu ihnen kommen und um Rat bitten, ja, um Gebet bitten. Der geistliche Vater, also der Hieron da im Griechischen oder im Russischen die Starzen, oder Altväter, das wäre die deutsche Bezeichnung, wenn man es wirklich übersetzt, Altväter, das Altväterwesen. Der Altvater baut zu seinem geistlichen Sohn oder seiner geistlichen Tochter eine Beziehung auf. Also es ist keine leibliche Beziehung und keine leibliche Verwandtschaft, aber es ist eine geistliche Verwandtschaft. Ja. Und er kümmert sich um sein Beichtkind, das heißt, er betet für die Menschen, wenn es ihm schlecht geht, er gibt ihm einen Ratschlag. Gleichzeitig betet auch der Gläubige für den Altvater, als seinen geistlichen Vater. Also diese Verbindung ist mehr als eine bloß juristische, wie man im Westen sagt, Penitentenbeziehung, also zwischen dem Beichtenden und dem Beichtvater, sondern es ist eine Beziehung, die auch eigentlich auf ein Leben eingegangen wird, bis zum Tod, wo man wirklich sich einem Menschen anvertraut, weil man seinen Rat schätzt und wenn man wirklich denkt, dass es das Beste ist, sich von ihm einfach die wichtigen Fragen des Lebens erklären zu lassen. Und das liegt aber auch in der Natur des Menschen. Es ist so, das Kind lernt bei den Eltern, der Schüler lernt bei seinem Lehrer und in der Arbeitswelt wissen wir auch, dass es so ist, dass man einfach bei denen, die erfahrener sind, die schon länger im Betrieb arbeiten, bei den Menschen, die auch vorgesetzt sind, vielleicht eine bessere Ausbildung genossen haben, bei denen lernen wir. Und genauso ist auch dieser Aspekt, auch wenn es dieses Kollektiv des Heiligen gibt, wenn man so sagen kann, ab der Taufe, so ist es dennoch so, dass wir eine sehr individuelle Seelsorge haben, die den Menschen einfach in seinen individuellen Problemen, aber auch in seinen Tugenden mit Rat und Tat zur Seite steht.